So, grüß euch und herzlich willkommen zum vierten Video vom Grimhof. Freut mich, dass ihr die bisherige schon so intensiv angeschaut habt. Ja, ist doch Motivation da, mit dem weiterzumachen. Heute möchte ich euch noch ein bisschen zeigen. Das ist so jetzt das letzte Video, wo jetzt erinnert ist. Möchte ich euch zeigen, einfach, was unsere Kühe zum Fressen kriegt, wo das gelagert ist und wie das so rauskommt. Wird oder vorgelegt wird, gefüttert wird. Da als erstes möchte ich mal euch das zeigen. Wir haben ja beim letzten Video oder bei dem Stallrundgang den Futterautomat gehabt auch, und der Futterautomat, der steht da dahinter, und über die zwei KG-Rohr wird die zwei Futtersorten werden an dem Automat angeschlossen. Da haben wir einmal Kraftfutter drin. Also Kraftfutter ist so eine Getreidemischung, die wir ja selber nicht haben. Wir sind ja ein reiner Grünlandbetrieb, haben keinen Ackerbau, und ja, somit auch müssen wir das halt zukaufen. Das ist also das einzige Futtermittel, was wir zukaufen. Neben dem da ist, das sind so Big Bags, da sind Graskops drin. Graskops, für den, der es nicht kennt, ist sowas. Das ist also einfach frisch gemähtes Gras in einer Heißlufttrocknung trocknet und gepresst. Und das ist dann, ja, also fast so ein Ersatz wie das Kraftfutter. Ist fast so gut. Ist ein bisschen weniger energiehaltig, dafür mehr Eiweiß drin. Ja, das ist das. Und das ist dann, das ist das Kraftfutter, wie wir es, das ist die Getreidemischung, wie wir dazu kaufen. Ja, so. Und dann als nächstes haben wir da unsere Silos. Wir haben also unsere ganze Grassilage, was wir machen, oder also nicht alles, aber jetzt ein Großteil der Grassilage ist in diesen Hochsilos drin. Das sind aus Holz, drei Stück, 250 Kubik ungefähr. Und die werden mit dem Kran, da oben sieht man schon die Schiene, mit dem Kran befüllt und im Winter dann natürlich auch entnommen. So, das ist das. Jetzt zeige ich euch von oben nachher am besten nochmal ein bisschen genauer. Jetzt laufen wir mal herum. Können wir da mal noch reinschauen. Ja, da, der ist schon ziemlich leer. Sieht man da was? Ne? Er wird dunkel sein. Ist wurscht. Da haben wir noch einen kleinen Heustock, wo jetzt dies, da ist schon einiges heraus, fast nichts mehr drin. Und ein bisschen Stroh. Stroh ist klar, müssen wir auch zukaufen. Ist ja Getreide- oder Weizenstroh, je nachdem. Und gibt es ja bei uns jetzt also auch kaufen. Da ist noch der letzte Silo. Das ist jetzt noch. Ja, ist das, das, wird, geht, das ist wurscht. Das ist jetzt der letzte, was wir haben. Sind nur 2 Meter drin, dann ist Ende. Dann müssen sie raus. Unsere Kühe, da gibt es nichts mehr. Nein, ganz. Wir haben draußen auch noch ein bisschen Siloballe. Da, in dem, da, wo jetzt der Kreisler steht, da sieht man, da ist das große Tor. Da wird das also im Sommer alles reingefahren, wird hier in die Abladegrube reingeschmissen. Und von da aus mit dem Kran, dann geht es dann nach oben. Und da laufen wir am besten jetzt einmal auf. Gut, bevor wir jetzt aufgehen zu den Silos, möchte ich euch Husa noch was zeigen. Ja, wenn wir natürlich unsere Silos füllen und die voll sind, machen wir natürlich auch noch Siloballe. Wie ihr da hinter sehen, oder? Aber mei, kennt jeder, wie Siloballe ausschaut. Gell? Dann möchte ich euch gerade auch noch zeigen, wie es bei uns eigentlich gerade ausschaut. Oben im Haus, also Richtung Nordseite, ja, tiefster Winter immer noch. Unterwärts, da schaut es schon besser aus. Gell? Da wird es langsam oben, wie bei uns heute, wenn der Schnee weggeht. Gell? Was haben wir denn heute gerade? Donnerstag, unser 20. März. Ja, das ist eigentlich für uns, ja, sind wir noch gut im Zeitplan. Ist eigentlich ganz normal, dass es bei uns so ist. Gell? Da können wir da mal rumschauen. Da würde ich sagen, kommen wir rein oder kommen wir auf, besser gesagt. Dann bis gleich. So, dann laufen wir mal da in die Höhe. So, da sind wir jetzt da herüber. Da sieht man jetzt die ganze Sache von oben. Da kann man auf dem Gang aus herumlaufen. Da sehen wir, da ist Silo Nummer 1, Silo Nummer 2 und dahinter ist das dritte. Von da aus können wir jetzt dann runterschauen, wo wir vorhin waren. Wo der Kreisler steht, wo das Kraftfutter ist, die Abladegrube, wo das Futter dann rausgenommen wird. Genau. So, dann fahren wir nur da rum. Da ist unser Heustock. Schaut ein bisschen wild aus da drin. Da ist jetzt, wird das ganze Heu gelagert. Ist ungefähr 13 auf 6 auf 3,5 Meter hoch. So
Was sind denn das? 250 Kubik oder irgendwie so. Ist da gelagert. Genau. Ist jetzt noch ja, ein Drittel noch drin. Müsste eigentlich reichen. Und da ist die wilde Maschine. Mit der holt man alles raus und beigert alles rein. Nennt sich Altbaukran. Von der Firma Schäffer gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Baujahr 84 ist schon ein uraltes Ding, aber funktioniert immer noch ganz gut. Und mit dem zeige ich das jetzt nachher, oder zeigt euch Claudia nachher, wie man mit dem fährt. Kann man das nicht? Jetzt, ich mach ganz normal. Hörst du schon? Nein, das. Ja, da, du filmst du nicht. Die beiden am Kran fahren. Jetzt geh weg.
So, noch andere jetzt gesehen, wie wir unser Futter lagern, was unsere Kühe alles kriegen, ja, und wie wir das rausholen wieder und der Kühe vorlegen. Ja, da sind sie noch ein bisschen am Fressen schon. Jetzt ist wieder mittags. Jetzt gibt es ja wieder das Heu, wie immer. Ja, dann möchte ich mich eigentlich bedanken wieder, dass du zugeschaut hast. Das wird jetzt mal das letzte Video vorerst von hinten sein. Ich denke jetzt, dass dann auch mal die Arbeit draussen losgeht. Und dann werde ich davon draußen auch mal wieder was, auch mal was zum Sehr kriegen. Gell? Okay? Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.